Facebook kauft WhatsApp, alles außer das jetzt im Soundvlog. Und damit herzlich willkommen zum 180. Übeltag. Wisst ihr, wie viel Uhr es ist? Es ist 7.03 Uhr. Deswegen ist es auch noch dunkel draußen. Ich bin mal gespannt, ob die Sonne rauskommt, während wir hier noch so schön plaudern. Manchmal gehen die Soundvlogs ja ein bisschen länger, wie ihr wisst. Aber ihr könnt euch auch vorstellen, dass es nicht grundlos so früh ist. Für meine Verhältnisse ist es relativ früh. Ich habe wieder keine Zeit. Ja? Ich musste leider so früh aufstehen, um den Soundvlog eben jetzt zu machen. Um 10 Uhr muss ich schon wieder woanders sein. Deswegen alles hurtig. Ist eigentlich nicht die beste Voraussetzung zum Üben, aber immerhin nehme ich überhaupt die Gitarre in die Hand. Darum geht's. Das ist das Allerwichtigste. Es ist für mich immer wieder die Frage, bei allem, was wir uns hier so diskutieren, ja, sollte man jetzt nochmal langsamer üben, sollte man jetzt ein neues Lick üben, sollte man jetzt noch sauberer greifen oder was auch immer, soll ich jetzt hier noch eine Dehnübung machen? Oh, auch schön. So. Irgendwie stelle ich mir immer die Frage, ob das nicht alles total egal ist. Ob das Hauptsächliche dabei nicht immer ist, dass ich Spaß am Instrument habe. Und dass einem natürlich gewisse Theorien, gewisse Leitideen helfen, um motiviert zu bleiben. Ach, ich kann eigentlich ein bisschen höher sitzen, oder? Dann seht ihr auch ein bisschen mehr von der Gitarre. So, Kopf ist so gerade eben abgeschnitten, Gitarre ist so gerade eben abgeschnitten. Perfekt. Also, ne, das hilft, motiviert zu bleiben, wenn man weiß, okay, ne, ich übe jetzt hier durch den Quintenzirkel alles durch oder keine Ahnung, aber letztendlich, solange ich überhaupt spiele und vielleicht auch ein bisschen lernbegierig bin, also neue Dinge auch wirklich können möchte und mich bereit bin, mich auch mit bestimmten Licks oder mit bestimmten Fingersätzen auseinanderzusetzen, kann eigentlich ja nichts schief gehen, oder? Und ich glaube, jeder hat so seine ganz individuellen Aha-Erlebnisse. Und was wir heute machen, ist dieses Lick nochmal ein bisschen sauberer spielen und dann auch so ein Tempo drauf ziehen, dass man das im Tempo 90 in 16. Noten durch den Quintenzirkel zimmern kann. Ihr merkt, meine Stimme ist noch nicht ganz wach. Ja, ich bleibe erstmal hier auf dem Ton und versuche das mal schön sauber zu spielen. Ich finde es schon gar nicht so schlecht, aber gucken wir nochmal. Ich packe mal eben auch das Tablet hier außen hin, ohne auf den Record-Knopf zu kommen, das wäre fatal. Ist besser, ne? Ich sehe nichts, aber ihr seht hoffentlich. Ja, die Moba, seht ihr die? Ich hoffe es doch. Okay, nochmal das Lick. Ist echt ein cooles Lick, muss ich sagen. Eigentlich auch immer ganz cool, wenn diese Intervalle dabei durchkommen, auch wenn es eigentlich nicht gewünscht ist. Ne, das war ja ein bisschen schwierig für mich. Stabil steht das hier aber nicht. Was ich auf jeden Fall jetzt erstmal übe, ist, dieses Bending entsprechend abzudämpfen und das dann hier eben mit dem Ton auf der H-Seite ersetzen.
das Blöde ist ja, wenn ich das hier oben mache, dann ist hier die Strecke, die ich beim Benden zurücklegen lege, eine andere. Zumindest ist es hier wesentlich einfacher, noch höher zu ziehen. Eine kleine Terz ist hier kein Problem. Und hier ist es halt doch schon ziemlich schwer. Okay, erstmal das. Langsamer. Ah, jetzt sehe ich das. Ich mache das mit dem Daumen eigentlich nur. Ich mache das gar nicht irgendwie mit dem Handballen oder so, sondern wenn ich die Saite abdämpfen möchte, reicht es einfach, mit dem Daumen hier auf die G-Saite zu gehen. Und schon ist der Ton weg. Okay, fangen wir mal einfach bei C an. So, und jetzt kommt F. Das geht hier schon mal gar nicht. Da muss ich jetzt mal, wenn ich durch den Quintenzirkel will, aufpassen, dass ich hier nicht beim F hier unten spiele, weil hier ein Bending zu machen ist mega schwer. Das heißt, ein F ist ja auch hier oben, da muss ich hier. Ist auch nicht einfach, ehrlich gesagt. Hä? Naja, gut. Und dann kommt B. Das ist wieder easy. B, dann S, ist auch kein Problem. Bisher war ja E mein höchster Ton. Und jetzt muss ich halt noch zum F. Ah. Okay, versuchen wir mal. Okay, gehen wir mal den Quintenzirkel durch. Fangen wir nochmal an beim C. C. F und F, als nächstes B und B, S. Unterschied, ey. Hier oben ist es so kein Problem, aber der hier, den zu ziehen, das erfordert schon viel mehr Kraft. Das war jetzt Ass, ne? Und jetzt Des, ja. So ganz legato ist es nicht, ne? Noch
nochmal langsam. Jetzt kommt Guess. Das wird auch schwer. Aber den muss ich hier unten spielen. Den werde ich auf keinen Fall hier oben. Wobei hier, ich meine, irgendwie sind die Bünde ja auch erlaubt hier oben, ne? Aber was ist denn dann mein Tiefster, den ich mir herausnehmen möchte? Erstmal weiter. H ist wieder kein Problem. E mache ich eh hier oben. Dann kommt A. Das ist echt wie zu Hause ankommen. Auf dem Bund habe ich es einfach schon am meisten geübt. Okay, jetzt kommt D noch. Auch keine Frage, so. Und jetzt kommt aber G. Okay, den mache ich definitiv hier unten. Aber tatsächlich, Guess, ist mir schon eine Nummer zu schwer. Also, ich habe festgestellt, dass für mich G die Untergrenze ist, was die Bünde hier angeht. Ja, wenn ich zum Guess muss und hier ein Bending erzeugen will, das ist echt schwierig. Deswegen, im Gegensatz zu gestern und den Tagen davor, wenn ich durch den Quintenzirkel durchgezirkelt bin, da bin ich ja bis zum F runtergegangen. Ich werde jetzt also Guess und F auch beide oktavieren nach hier oben. Vorher war hier eh mein höchster Ton, jetzt spielen wir also F, Guess. Das hier oben. Also ich muss sagen, diese Extremlagen sind beide schwer für mich, aber bei so solistischen Geschichten mit Bandings und so bietet es sich viel mehr an, hier oben zu spielen als diese Riesenbünde hier unten zu bewegen. Okay, einmal mit Metronom, weil ich glaube, Tempo 90 wird noch zu schnell sein. Machen wir Tempo 80. Dam, daga, 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 dam, wird auch nicht klappen. Aber versuchen wir es mal. Okay. Okay, und. Und F. S. As. S. Des. Verdammt. Moment, das war doch schon Des, ne? Oder bin ich jetzt, bin ich verrutscht? Ich muss nochmal anfangen. Schade. Lief schon ganz gut. Und C, nochmal. So, F und... B. Und jetzt S. Jetzt kommt das. Das, soweit war ich schon. So, jetzt Guess. Nochmal, Guess und
Huch. Was ist denn hier oben los? Und jetzt E. A. Und den noch machen wir nochmal. Der war unter meiner Würde. Und noch einmal. Naja, ich hab's mir irgendwie einfacher vorgestellt. Der war dafür ganz gut, dafür, dass ich geredet habe. G und C. Okay, cool, gar nicht so schlecht. Gar nicht so übel. Machen wir ruhig nochmal einen Durchlauf und zwar ein bisschen langsamer auf Tempo 70. Gefühl hier oben, ganz ehrlich. Nochmal. Und. Das ist H, ne? Jetzt E. Nicht gut. Bisschen zu spät angefangen. Und. Okay, das war's schon. Ich muss sagen, so 12 Tonarten hat man doch eigentlich relativ zügig durch. Schauen wir mal. Tempo 90, ich weiß, das ist viel zu schnell. Was will man machen? Okay, soundvlog.de und ab mit dem hier. Sehr gut, ohne Werbung. Doch, mit Werbung, ich dachte schon. Neo-Angin gegen Halsschmerzen. Neo-Angin. Komm, die gucken wir mal zusammen, die Werbung, oder? Halsschmerzen? Nicht jammern, Jungs. Neo-Angin-Halstabletten wirken schnell gegen den Schmerz, bekämpfen bakterielle Erreger und die Entzündung. Geil, das muss ich haben. Halsschmerzen? Neo-Angin-Benzokain-Dolo, die spürbare Direktbetäubung, hilft sogar bei Männerhalsschmerzen. Bei Männerhalsschmerzen. Da merkt man mal wieder, was für eine Männerdomäne YouTube ist, ne? Anscheinend erreicht man hier eigentlich nur Männer und deswegen wird immer mit irgendwelchen Frauen geworben, die irgendwelche coolen Pillen für einen haben, damit eben auch die starken Männer. Genau, sogar bei Männerhalsschmerzen, weil Männer haben ja besonders starke Halsschmerzen. Ja? Männer sind ja immer in allem besonders stark. Und deswegen diese Tabletten, die helfen sogar bei diesen unglaublich rauen
und wirklich heimtückischen Männerhalsschmerzen. So. Und. Und damit versuchen wir mal durchzukommen. Ja, es ist nicht so richtig flüssig. Immer gut. Ist das hier, ne? Ist mir ein Tick zu schnell. Ah, der war nicht gut. Wieder eine Werbung. Hui, okay, das ist mir... Danke für euren Applaus, aber das ist mir tatsächlich zu schnell. Ein paar Läufe haben gut geklappt, aber auf die Konditionen gesehen, muss ich sagen, halte ich das nicht durch. Das ist doch nicht langsam. Ich frage mich nur gerade, an welchen Stellen das genau liegt.
Das muss ich jetzt noch mal ein bisschen herausfinden. Ich glaube, dass mein kleiner Finger nicht schnell genug. Irgendwo da an der Stelle liegt das. Bis dahin kein Problem. Ich glaube, in dem bis dahin schaffe ich das in jedem Tempo. Aber der hier. Upstroke. Hier der Ringfinger, dann ist der Kleine auch vielleicht nicht schnell genug wieder weg. Wenn man das in zwei Drittel einteilt, das erste klappt. So, das klappt dann nicht so gut. Das nicht so gut, aber das hier. Das klappt eigentlich auch schon ganz gut. Es ist also wirklich nur dieser Mittelteil, der nicht so wirklich hinhaut. Klappt das zwar so halbwegs, aber es ist auch noch nicht sauber. Gerade, also wenn ich jetzt den Anspruch habe, Legato zu spielen, das klappt noch nicht so richtig. Na, wer geht denn davon aus, dass ich schon wach bin? 2 SMS bekommen. So langsam kommt Tageslicht rein hier. Nicht so schlecht. Thank you.
immer noch sehr patschig, ne? Und auch so die oberen Pull-Offs, die sind nicht so richtig stark. Auch die tiefe E-Seite mal so gerne so fester an, dass eigentlich nichts mehr anders geht als schnarren. Ich dachte ja, die ist wirklich falsch eingestellt, aber wenn ich die nicht so stark anspiele, geht die ja auch. Ich meine, die schnarrt schon mehr als die anderen. Ja, die gehen eigentlich sehr gut sogar, ne? Naja, vielleicht ist sie doch doof eingestellt, aber gut. Mal gucken, ich jage ja mit sausenden Schritten auf die Hälfte des Soundvlogs zu. Und wer weiß, was sich da noch ändern wird. Ich weiß es selber noch nicht. Wenn ihr eine schöne Idee für dieses Jubiläum habt, dann lasst es mich mal wissen. Das wäre wirklich wichtig für mich. Ich meine, es ist bald soweit und ehrlich gesagt, es kommt mir furchtbar ungelegen. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich so eine schöne Evolution zusammengeschnitten kriege. Ja, ihr könnt eh nicht überspringen, von daher seid ihr alle dabei. Ihr würdet mir echt einen riesen Gefallen tun, aber das müsst ihr nicht machen. Ich erwarte das ehrlich gesagt nicht, weil ich weiß, dass das viel Arbeit ist. Aber zum Beispiel Snow ist ja jetzt eine Geschichte, die habe ich die letzten Soundvlogs eigentlich ziemlich kontinuierlich geübt. Ich sag mal, bis zum vorletzten oder vorvorletzten oder so, ne? Und wenn ihr ein Videoschnittprogramm habt und viel zu viel Zeit habt, dann könnt ihr ja, wenn ihr unglaublich viel Lust habt, so ein paar Highlights aus den Snow Sessions rausschneiden, dass es auch so eine Evolution ergibt, sodass man so ein bisschen den Fortschritt sehen kann. Müsst ihr aber nicht machen, ganz ehrlich, das ist zu viel Aufwand, aber wenn ich euch irgendwie damit helfen kann, wenn ihr dann die Videos braucht, ne, wenn ihr die downloaden wollt oder so, für diesen Zweck würde ich euch die dann auch zur Verfügung stellen, so mit echtem Download, dass ihr das jetzt nicht von YouTube euch noch irgendwie rippen müsst oder mit irgendwelchen Screen-Capture-Programmen, das müsst ihr euch dann nicht antun. Da komme ich euch gerne entgegen, aber wie gesagt, das ist eigentlich viel zu viel Arbeit. Ich hätte das sehr gerne gemacht zur Hälfte des Soundvlogs, nochmal so ein, zwei, ne, so Langzeitstudien nochmal kurz geschnitten, aber ich werde da nicht zu kommen die nächsten Tage. Ja, es dämmert. Was machen wir? Sollen wir nochmal einen Quintenzirkel durchgehen? Ich mache erstmal nochmal so ein bisschen Vorübungen und dann machen wir aber nochmal den Quintenzirkel. Okay, versuchen wir noch einmal. Das muss ein bisschen flinker und leichtfüßiger, leichtfingeriger klappen. Thank you.
Diese Bannings machen schon Bock, muss ich schon sagen. Schon ziemlich witzig. Okay, wir gehen ein Video zurück. Ich drücke auf Pause und was passiert? Werbung. Es ist nur Werbung zu sehen. So, da haben wir sie aber. Sehr gut. Erst 204 Abrufe hat mein Backing-Track erst. Also so die mega erste Adresse, wenn es darum geht, Backing-Tracks im Fitnesszirkel zu haben. Es scheint das nicht zu sein, aber das kann, was nicht ist, kann ja noch kommen. Ne? Gehen wir direkt in den Heldenmodus und legen los. In den mittleren Lagen. Das ist mir auch nicht mittig genug. Eben kurz gucken. Dieses zweite Drittel nach wie vor. Upstroke, Downstroke, Pull-Off. Nee. Dum, daka, daka, da. Da, ach so, eigentlich Downstroke, Upstroke, ne? Aha. Da liegt, glaube ich, der Hase im Pfeffer, wenn ich jetzt... Also, wenn ich jetzt nehme, welchen Grundton nehmen wir? Nehme C. Das war D. So. Okay, wenn ich immer runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch haben möchte... Down, up, down, up, down. Da, 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 da. Da muss ich das mit einem Downstroke machen. Ich habe das jetzt die ganze Zeit irgendwie up, down gemacht. Down, up, down, up, down, up, down. Aber was ist, wenn ich... Nein. Ja. Das ist auf jeden Fall die akademischere Variante. Das andere war das jetzt Economy Picking. Ich habe noch nicht so ganz kapiert, was Economy Picking ist. Ja.
meine, super sauber ist es nicht, aber... Aber der Schlägesatz, der klappt besser. Okay, gucken wir mal weiter. Achtung. Den spielen hier oben, ne? So oder so ähnlich funktioniert das Ganze. Ja, welchen Schlägesatz findet ihr denn besser? Gut, dass ich daran mitverdiene, an dieser ganzen Werbung, die ich mir hier selber abspiele. So, findet ihr das besser? Down, up, down, oder? Up, down, pull off. Also nochmal, das war irgendwie nicht ganz richtig, was ich gesagt habe. Ab. Ach so, den spiele ich dann noch mit an. Brauche ich ja gar nicht. Was hat er mir denn hier aufgeschrieben? Ist das ein Pull-Off oder ist das eine geschlagene Note? Das steht ja hier alles in meinen Tabs wunderbar drin. Pull-Off und hier auch Pull-Off. Okay. Gut zu wissen. Also, up, down, pull off oder down, up, pull off? Das ist meine Masterfrage für den heutigen Soundvlog. Ansonsten, ich habe auch gelesen und war total entsetzt darüber, dass Facebook WhatsApp gekauft hat, einfach aus dem Grund, weil letztendlich Facebook dadurch natürlich doch ein ziemliches Monopol darüber hat, was Menschen überhaupt untereinander austauschen. Kommt jetzt noch, dass Facebook auch T-Mobile und AT&T aufkauft. Und ich frage mich, gibt es nicht irgendwelche Lobby-Kontrollverbände, die solche Zusammenschlüsse auch kritisch beobachten? Also zum Beispiel, ich erinnere mich noch, dass Springer ja irgendwie versucht hat, glaube ich, Sat1 ProSieben aufzukaufen oder so. Wo dann aber irgendwie so eine Behörde da, so eine Aufsicht gesagt hat, nee, dadurch wird Springer zu mächtig. Und ich finde es echt gut, eine gewisse Pluralität der Anbieter beizubehalten. Und für mich war WhatsApp tatsächlich immer irgendwie eine Alternative zu Facebook. Tja,
Die WhatsApp-Leute sagen zwar, es ändert sich für den Endkonsumenten nichts, rein gar nichts, aber naja, trotzdem irgendwie. Das ist jetzt also auch irgendwie ein so ein Ding. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wenn ihr da noch Gedanken zu teilen möchtet, macht das gerne in den Kommentaren. Hinterlasst eine Bewertung für dieses Video. Guckt, stellt nochmal sicher, dass ihr auch wirklich abonniert habt. Und packt, spammt mal das Internet richtig zu mit Links zu diesem Channel. Ja, in jedem Forum möchte ich gerne einen Link. Ich möchte richtig, dass die Leute so richtig genervt sind davon, von mir, die dann halt auch sagen, okay, ich habe jetzt 10-mal den Hinweis bekommen, dass dieser Soundvlog ganz toll ist, jetzt gucke ich ihn mir auch mal an. Ja, irgendwie, jetzt, wir müssen ein bisschen aggressiver werben. Wir gehen nämlich immerhin aufs Jubiläum zu. Die Hälfte des Soundvlogs ist bald erreicht. Puh. Macht's gut, wir sehen uns morgen zum 181. Soundvlog. Bis dahin, schönen Tag.